So, ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in The Long Drive. Und ja, Leute, der Wahnsinn geht weiter. Ja, wir haben wieder ein gutes Stückchen vor uns. Wir müssen wieder ein paar Kilometer, ja, wie soll ich sagen, abreißen. Auf jeden Fall haben wir oder wollen wir heute doch hoffentlich endlich unseren heißgeliebten Anhänger finden. Und da lassen wir uns gar nicht lumpen, ne? Da würde ich sagen, da machen wir uns direkt auf den Weg, Freunde. Ich brauche auch mal hier ein bisschen was zum Putzen, ne? Also hier sieht das alles aus wie bei Hempels, Leute. Ja. Ja, ja, ja. Es ist, wie es ist, ne, Leute. Es ist, wie es ist. Oh, 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 oh. Stoppe mal. Da müssen wir mal ganz kurz hier unsere... So. Unser Fernglas rüberlegen. Und dann geht das hier munter weiter, Leute. Munter weiter. Ja, wie gesagt, es geht weiter. Der Wahnsinn geht weiter hier in The Long Drive, Freunde. Es ist auf jeden Fall wieder hier einiges heute zu tun. Es ist einiges hoffentlich wieder geboten. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, wieder den ein oder anderen Hasen abschlachten. Und wir werden auch wieder den ein oder anderen Dude begegnen. Und mal gucken, ob wir dem mal wieder die Hammelohren langziehen, ne? Auf jeden Fall, Leute, ich mache mich mal hier losi, gell? Und dann sehen wir uns doch hoffentlich relativ zeitnah zum nächsten Gebäude und zum nächsten Wahnsinn hier. So, Leute, und da kommt schon der erste Wahnsinn hier. Voll vorbeigeflogen. Ja, super. Da haben wir es doch. Jawollo. Ach du Scheiße, ey! Lecko mio, da hat sich sogar hier die Abdeckung... da hat sich die Abdeckung mal ganz kurz selbstständig gemacht. Können wir die wieder hier drauflegen? Ui. So. Wo sind wir denn überhaupt hier? Ui. Guck mal, wie weit wir... Wir sind einfach gefühlt einen halben Kilometer vorbeigeflogen. Aber ihr habt recht, ne? Ich fahre halt eben hier auch wieder wie eine gesenkte Sau, ne? Und wenn ich hier halt mal... Guck mal, da ist auch schon der Erste hier. Der Eckhart ist am Start. Uiuiuiui. Eckhart, ey, pass mal auf, mein Freund. Ich drehe hier noch eine Runde, dann komme ich mal hier zu dir, mein Lieber. Dann komme ich mal hier zu dir, mein Lieber. Warte mal ganz kurz. Lass mich mal hier den LKW rumdrehen. So, Eckhart, pass mal auf hier. Ich mach die Karre mal aus. Eckhart, ich bin da. Pass mal auf, was ist los hier? Ja, komm her, Eckhart! Ja! Eckhart ist am Start! Tschüss mit dir, du Lappen! So, Leute, gehen wir mal gucken, was wir hier Feines haben hier in der Bruchbude. Was ist das hier? Leute! Ist er das? Ich raste aus! Leute, da ist er, der Turbolader, Turbo. Leute, jetzt geht es hier, Turbo. Jetzt wird hier scharf geschossen, Freunde. Und zwar mit unserem Megaturbo, ey, passt mal auf hier. Das Ding, das muss doch hier jetzt volle Kanne abreißen. Wo mache ich den mal ganz kurz hin, dass der mal hier bleibt? So, Leute, das ist ja hier Killer jetzt. Junge, da machen wir den Turbo doch mal direkt hier drauf, würde ich sagen. Guck dir mal hier. Warte mal, ich glaube, ich muss den einfach nur hier draufsetzen, ne? So, oder? Wie ist das hier mit dem Turbo? Ich denke, den können wir einfach hier drauflegen, oder? Ist das so? Wartet mal. Ja, der Turbo läuft, Freunde. Den... Hören wir uns gleich an. Geilomat, Leute. Wir haben einfach ein Turbo jetzt. Alter. Geile Scheiße, ey. Bester Start ever. Bester Start ever, Leute. Hier sind noch ein paar Lämpchen da. Brauchen wir nicht. Oh, wir müssten mal wieder nachladen. Hier sehe ich gerade. Sehe ich gerade. Die Ilse da, die können wir auch noch mitnehmen. Komm, Ilse, dich nehmen wir gleich mit. Wir finden noch ein Plätzchen für dich. Gerade für später. Ey, ist das hier die Bullen? Sind das hier wieder die Bullen hier? Ja, habt ihr wieder gesehen, wie ich hier den Kerl abgeschlachtet habe oder was? Nö. Die Ilse, die kommt mit. Oh. Eieiei. Was ist denn hier? Uah.
Junge, habt ihr den gesehen, Alter? Der ist ja vollkommen verloren. So, pass mal auf hier. Aha. Ich bin gesetzeswidrig. Ja, ich weiß, ich bin absolut gesetzeswidrig, Freunde. Deswegen habe ich die mir hier draußen dran gebastelt, damit ich, falls hier irgendwelche Probleme sind, ich das direkt handeln kann, ne? So, was haben wir hier noch? Pass lieber auf, mein Freund. Pass lieber auf, mein Freund. Ich habe hier noch eine nicht geladene Waffe, und zwar zwei Stück davon. Aber hier ist noch ein Mobbettchen, Leute. Ich kann das mal rausholen hier, aber... Ah. Hey, 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 hey. Kollege, Schnürschub, Obacht, gelle. Obacht, sonst komme ich vorbei und dann ist hier Feierabend. Ja, ja, wo ist ihr? Ja, du Saufi, Batz, Batz. Follow mit 12 und Tschüsschen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Die drehen wieder. Oh, Leute, ach du lieber Gott, bis er explodiert. Weg hier, schnell weg hier. Leute, wir müssen weg hier, wir müssen weg hier. Was ist hier noch? Schnell, komm, schnell weg. Leute, das ist mir zu heidel. Oh, 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 da fliegen schon die Teile von. Habt ihr es gesehen? Ach du lieber Gott, nee. Oh, 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 schnell fort. Schnell rein hier in die Karre. Aus. Ende. Und. Feierabend. Oh, 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 oh. Oh, oh, Leute. Oh, oh. Was ist denn jetzt los hier? Hallo, Busfahrer. Können Sie mal hier abzampfen hier? Was geht denn hier ab hier? Geh weg. Ich will weg hier. Oh, shit, Leute. Oha. Oha. Oha, Leute. Jetzt ist aber hier Feierabend. Also Leute, eins kann ich euch sagen hier, das ist hier eine Fahrerei, da wirst du echt bekloppt hier, gell? 200 Kilometer habe ich schon hier auf dem Bock drauf. Ich fahre und fahre und fahre. Das nimmt hier gefühlt kein Ende, ne? Das ist hier echt eine Katastrophe, kann ich euch sagen. Oh, Junge, bist du eigentlich noch ganz sauber da, ey? Alter, oh, nee, nee, nee. Oh, alles wieder auseinandergeflogen hier. Der kalbe Tacho fort und ach du Scheiße, nee. Oh. Sag mal, Junge, bist du eigentlich noch ganz frisch hier in der Backbarbirne da? Der haut dir einfach ab hier, oder was? Junge, ey, ich hab hier alles verloren. Was soll das, ey? Ist der noch ganz sauber da in seinem Kackwagen? Junge, ey. Das gibt's doch nicht. Die fahren hier wie die letzten Penner. Kommt der da einfach aus dem... Da wie der gerade hier. Aus dem Nichts kommt der da raus hier. Und macht hier einen auf Super Saiyajin, ey. Junge, 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 ey. Ja, genau. Fahr doch mal drüber hier, du Lappen. Ganz klasse. Ganz klasse hier. Was haben wir hier? Was ist denn eigentlich... Leute, ich glaube, hier ist einfach meine... Hier ist einfach meine Klappe abgegangen hier. Leute. Oh, mein Tacho liegt auch noch irgendwo da drin, ey. Oh, Mann. Jetzt kann ich erstmal hier wieder rüberlaufen und den ganzen Kram da zusammenbauen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ich hoffe, da ist nur eine Klappe abgeflogen, weil die andere, ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie ist, ne? Ich kann's dir in diesem etwas sehr hohen Gras gerade gar nicht sehen. Oh, Leute, da fehlen ja mehrere. Wo sind denn die ganzen Klappen hin, ey? Junge, nee. Die sind ja alle weg, ey. Was soll das, ey? Das ist ja alles... Das geht ja gar nicht klar. Leute, die ganzen Klappen sind weg. Hier, der Deckel ist auch weg. Boah, nee. Oh, das gibt es doch gar nicht, ey. Nur Affen am Start. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh, da krieg ich wieder ein zu viel hier, ey. Da krieg ich wieder ein zu viel. Da darf echt nicht sein hier. Komm, mach das Ding hier wieder dran, sonst krieg ich hier... Oh, ist auch noch eine falsche Tacho hier. Was ist denn das denn? Was ist das denn hier? Oh, nö. Weg da damit. So.
Wo ist er hin, der Taro? Wo ist er hin, der Taro? Wo ist er dann? Wo ist er dann? Hallo, Taro, wo bist du hin? Ja, dich will ich nicht. Du bist falsch, Kollege. Hier ist auch die Abdeckung weg. Och, Manno, Leute. Ist alles fortgeflohen wie dem Penner. Das gibt's doch nicht. Ja, Happy Birthday. Absolut Happy Birthday. Das kam ja wieder mal hier. Das kam ja mal wieder wie gerufen hier. Dann nehmen wir erstmal noch ein Schluck hier vorne und da vorne noch ein Schlückchen. Ey, das gibt's doch nicht, Leute. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Das ist doch wirklich hier wieder ein absoluter bodenloser Scherz. Super. Ganz hervorragend. Jetzt kann ich hier erstmal suchen. Jetzt kann ich hier erstmal suchen. Oh, flipp aus, Leute. Ich flippe einfach aus. So, hier hätten wir noch eine Klappe. Die können wir mal noch wieder mitnehmen. Ja, super, ey. Was haben wir da? Ist das der Taro? Ah, der Taro. Yay. Wenigstens. Nein. Wo ist er jetzt hin? Oh, man darf hier einfach nicht mit Zeug einsteigen, Leute. Man darf hier nicht mit Zeug einsteigen. Das ist alles verhext, verbackt. Alles für den Arsch hier. Gibt's doch nicht hier. Kann doch nicht wahr sein, ey. Mann, ey. Wo ist es jetzt hin, ey? Ich sehe hier auch keine Klappen mehr. Oh, Mann. Wer weiß, wo die hingeflogen sind, ey. Da wirst du doch, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, Leute. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt, ich sage es euch. Da ist es. Da ist der Taro. Da ist der Taro, den holen wir jetzt mal ganz nah ran, damit wir den hier ja wieder eingebaut. Nö, das ist auch ein Falscher. Hä? Oh, Promme auch nicht. Toll. Ah, da. Da ist er doch, oder? Ja, da ist er, Leute. Sehr gut. Hauptsache Taro, kann es weitergehen, Leute. Scheiß auf die Klappen, wir finden neue. Hauptsache der Taro ist wieder am Start. Attacke, Taro! Leute, ich sag euch jetzt was. Ihr sagt am besten nichts. Das sag ich euch. Denn, passt mal auf, ich zeige euch was. Seht ihr das? Ja. Nee, der Turbo, der ist nicht weg, sondern... Boah. Genau sowas ist passiert. Da kam wieder so ein Holzkopf, so ein Holzlümmel. Ich habe gerade gesehen, da ist ja noch ein Taro-Teil weggeflogen. Hier, da kam so ein Holzkopf. Der ist mir voll vor die Karre gefahren. Junge, ich bin durch die Scheibe geflogen, habe mich 10.20.758 Mal überschlagen. Junge, das war kein Spaß mehr. Ich kann es euch sagen, das war kein Spaß mehr. Das ist echt, also... Ich weiß nicht, wie die hier rumfahren, ne? Aber das ist... Guckt ja, da kommt schon wieder so ein Bekloppter, ey! Wow! Leute, so fahren die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll, ey. Das ist kriminell. Das ist richtig, richtig kriminell, Leute. Da müssen wir aufpassen. Aber ich kann da gar nicht mehr aufpassen. Das ist einfach nur noch bösartig, was die hier fabrizieren, ey. Jetzt kann ich den ganzen Weg hier nochmal von vorne langbrettern, Leute. Es tut mir wirklich wahrhaftig ultra leid, aber es ist einfach eine Katastrophe. Aber ich weiß ja, dass ihr es trotzdem feiert. Oh, nö. Da ist schon wieder was abgefallen. Da. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Irgendwo hier ist es. Der Taro? Das ist er auf jeden Fall nicht, das ist ein anderer. Oh, jetzt ist der da irgendwo runtergefallen, Leute. Müssen wir gleich nochmal gucken. Wir müssen hier erstmal wieder unserem Kompagnon nochmal kurzes... Warte mal ganz kurz, Eckhard. Lass mich mal ganz kurz hier nochmal ganz kurz rumdrehen hier, damit das hier alles seinen gerechten Gang hier geht, gell? So, pass mal auf, Eckhard. Eckhard, pass mal auf, ich nehme mal ganz kurz hier das Ding hier, damit du auch mal was zu spaßen hast, gell? Und dann, Achtung, Mund auf und tau!
Mach den Mund zu! Zackig, 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 Junge! Ab in die Schnüsse, du! Mutti! Kackbratzen! So! Hätten wir dem schon mal wieder gezeigt hier, dem Eckart, wie es läuft hier. Jetzt sogar mal ein bisschen besser, gell, Eckart? Weiß Bescheid hier, ich schieße mal eine Ohrchen da und tück. Auf Wiedersehen. Und natürlich, Leute, gibt es hier diesmal kein Turbo. Na toll. Na toll. Wieder mal zu früh gefreut. Ja, da gibt's doch nicht, ey. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das darf einfach nicht wahr sein. Naja, wir hatten mal wieder, ne? Das ist wie mit dem, das ist wie mit dem Wohnwagen, ne? Es ist immer nur so für einen Moment der Spaß. Ein kurzer Spaß ist es und dann ist es wieder rum. Wo ist jetzt die Lampe hin? Boah, Leute, ich flipp aus hier, ey. Alles weg. Wo ist die scheiß Lampe hin hier? Sonst beiß ich das Ding hier gleich ab, ey. Das gibt's doch nicht. Hallo? Ey. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das hier für eine Kacke? Eine Korbkacke. Das Körbchen nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Ey, Mann, 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 Mann. Das einzig Gute, ne? Die Klappen sind noch alle. Ne, da fehlt auch schon eine. Leute, da fehlt auch schon eine Klappe. Ja, super. Super. Ei, super. Haben wir es wieder. Gelle. Super. Ayo. Ayo. Alle fort, gell? Ihr wisst Bescheid. Leute. Was ein Dreck, kann ich euch sagen. Das kann doch nicht wahr sein. Hier, du bist schuld, du. Eckart von Sindelfingen. Mach dich hier mal weg da. Hier, aber pass mal auf hier. Du hast nicht gehört. Du darfst wieder hier ab in dein Gemach, Lunge. Ab in deine Gosse. Tschüsschen. Und hier, was kriegst du da noch? Kriegst du noch ein bisschen Alkohol dazu. Viel Spaß. Guck, wie du zurechtkommst. Und mir, jo, Leute. Mir nehmen wir mal das Katana hier raus. Sonst wird es gleich ein bisschen ekelhaft, wenn ich da noch aufgehe. Denn, jo, auf geht's. Oh, super, Leute. Super, so lobe ich mir das. Haben wir auch schnell noch hier die Blase leer hier. Mir ist scheißegal, ob ich daneben pinkel jetzt. Jetzt ist es mir Latte Macchiato. So. Wir müssen hier nur immer wieder aufpassen, gell? Wenn die Polizei hier kommt, die fahren hier wie die gesenkte Säu. Aber so richtig gesenkte Säu. Und dass hier kein Turbo mehr ist, Leute, das macht mich jetzt schon sehr traurig, gell? Ich sag's, wie es ist. Das macht mich jetzt schon ultra traurig, Leute. Hier, kannst du mal hier aufpassen hier mit meinem Fahrzeug? Junge, bist du auch nicht mehr ganz sauber? Brauchst du auch noch Hilfe hier? Ich glaub, bei dir brennt es, Alter. Hier, kannst du direkt mitnehmen, das Ding hier. Ich will das nicht mehr. Nimm's mit. Nimm's mit, Junge. Scheiße mit dieser Scheiße hier, ey. So, wo ist mein Tacho hin eigentlich jetzt? Oh, da muss ich wieder Tacho suchen, oder wie? Mann! Guck mal hier, das sind zwei Stück, glaube ich. Ist das der richtige? Nee, das ist der falsche. Nee, da ist nur einer. Oh, nö. Hier, guck mal hier. Bevor das Ding hier sich im Getriebe festbaggert, weg damit. Junge, 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 ey, was haben wir hier? Oh, 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 oh. Ich wollte das hier rausnehmen eigentlich. Ah, das gehört zum Motor dazu. Ja, super, das ist hier auch falsch, ne? Das ist hier auch ein falsches Bauteil. Gehört hier nicht rein. Weg damit. Ja, Glanz, 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 Leute. Ganz spitzenklasse ist das hier wieder. Ey. Komm, ey. Machen wir eine Montage hier, eine Montage. Hallo? Bist du hier kein Monteur mehr oder was? Mach die Karre wieder zusammen da. Und du weg damit hier. Ende Gelände. So, was ist jetzt hier mit meinem Tacho los, Leute? Wo ist der Tacho hin? Das sind auf jeden Fall andere. Das kann ich euch sagen, das sind die falschen. Muss ich... Ah, guck mal da an meinem Fuß. Hier, da ist er. So, dann ziehen wir die. Ja, super, Leute. Guck mal, da haben wir ihn doch wieder. Ei, geilomat. Machen wir das Ding hier wieder zu. Schnabulieren das Ding hier wieder an und dann geht's hier direkt weiter, Leute.
Der Polizist, der kann mich auch mal am Bobbes schmatzen hier. Wir machen hier noch mal ganz kurz schnell ein Stückchen von meinem leckeren Chinke da. Wow! Sag mal hier! Die scheiß Strommaste da, kann man die auch mal woanders hinstellen da, oder wie ist das? Mensch! Gib mir noch ein Stück von dem Schlückchen von dem Wasser schnell. Komm, halb voll, dann ist gut, ey. Komm, schnell, 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 schnell. Mach schneller, Junge, trink doch mal hier wie Mensch. So, auf geht's, Leute. Attacke, wir fahren weiter. Hoffentlich finden wir wenigstens heute noch einen Anhänger, ey. Sonst muss ich hier echt mal ins Gras beißen, du. Oh, Leute, guck doch mal da hier rechts. Was ist denn das da für ein Ding da? Wartet mal, ich fahr mal hier. Oh, ich fahr mal hier rüber. Gucken wir uns doch mal. Was ist denn das hier für ein. Ach so, ein Stabi! Wow! Yo! Einmal kurz die Kugelrolle. Ui. Yep. Ich mach mal das Kerlchen aus hier. So, moinsen! Hallöchen! Leute, das kenne ich noch gar nicht hier. Was haben wir denn da hier für ein Hochhaus? Ob da was Gutes drin ist, ey? Ich höre auf jeden Fall irgendjemanden da schon rumposaunen. Ja, wo bist du denn, mein Freund? Bist du auf dem Balkon hier, oder was? Leute, hier ist auf jeden Fall ein bisschen Zeug am Start. Ich würde sagen, wir gehen mal rein hier, ne? Wir gehen mal rein, wir gucken uns das Spektakelchen mal an da. Mit unseren Kumpels. Ich würde sagen, wir machen das mal ganz klassisch, ne? Wir machen das heute mal ganz klassisch, Freunde. Und zwar nehmen wir dafür erstmal... Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. So, ich nehme mal hier das Schrotflintchen, ne? Da machen wir mal hier ganz kurz zack, zack, zack. So. Sicherheit geht vor. Dann nehmen wir das hier mal noch ganz kurz. So. Dann machen wir hier mal ganz kurz wieder zu den Lachs da. Ja, das klingt auf jeden Fall nach ein paar mehr von euch. Hallo. Upsala. Da ging ein Schuss schon mal, ganz kurz ein bisschen nebendran. So, was haben wir denn hier für eines? Was ist denn das hier? Eine Klappe. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause hier? Hallo? Leute, hier kann hinter jeder Ecke kann er stehen. Ach, guck mal da. Hey! Sabelotti! Batz! Hallo, Jacke Moje. Gute. Guck mal aus dem Fenster, da weiß ich auch mal, was dir da entgeht, mein Freund, ne? Ja, ich weiß doch, du hast mich auch lieb, gell? Was hustet der denn hier rum, ey, Alter? Können wir hier auf den Balkon gehen, oder was? Oh ja. Hier ist noch eine rostige Motorhaube hier und noch ein Tank. Weg damit. Hier noch eine Tür, hier ist noch ein AK-47 mit 17, 18 Schuss. Komm mal her, mein Freund, hier. Sabalotti, komm mal mit dir. Sabalotti, komm mal mit dir. Ja, komm mal raus hier. Komm, ja, komm, du darfst auch mal auf Spiele gehen da. Tschüss. Tschüss, Kar. Tschüssikowski. So, was ist hier noch? Lämpchen, was haben wir da? Klebeband oder was? Noch so ein verrosteter Kacktaro. So, ich schmeiß das mal hier. Oh. Ah, ich glaube, da müssen wir auf der anderen Seite gehen, Leute. Aber zuerst nehme ich mir mal ganz kurz hier noch so ein lecker Brötchen da. Lecker Brötchen. Ah, oh, was blabern die denn hier alles rum da, ey? Sag mal, seid ihr blöd oder was? Hört mal auf, hier rumzuschwätzen da. Oh, wo habe ich jetzt die Lampe hin? Wo habe ich die Lampe hingeschmissen? Nö! Aber ey, der raucht zu viel hier, glaube ich. Oh, das ist auch ein cooler Taro. Oh, hier ist noch ein Cracker. So, Leute, wir müssen hier natürlich aufpassen. Ach, hier ist die Lampe. Hier ist doch die Lampe. So. Alles erstmal rausschmeißen hier, ne?
Hier sind auf jeden Fall ein paar Wohnungen am Start. Das ist noch ein Motor. Da, ah, da können wir wieder sauber machen. Hallo? Oh, das wird lauter. Ist er hier drin, ne? Nö. Ja, wo ist er dann? Wo ist er dann? Wo ist er dann? Was haben wir da noch? Ei, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Hier ist noch eine Schrodi. Eine Double Barrel. Ah, Leute, ich habe aber wieder alle so viel geraucht hier. So, was haben wir hier? Nickel brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So. Noch Rettchen. Wo steht eigentlich unser LKW? Ey, Alter, rauch doch mal nicht so viel da, wenn du hier so am Husten bist, Alter. Du weißt schon, dass das nicht so gesund ist. Der kapiert's aber auch nicht, gell? Der raucht alles weiter da, der Hammel. So, können wir hier mal noch die Flasche mitnehmen? Damit wir wenigstens mal hier unseren... Ja, dann rauch doch mal nicht so viel, Mensch! Hannes, hör doch mal auf da! Hannes, wo bist du dann? Komm mal her, ich helfe dir. Hannes, komm, ich helfe dir aus deiner verzwickten Mühle da, wenn er rauszukommen. Oh, hier ist noch ein Croissant. So. Ich bin wie der letzte Mensch hier. Oh, Leute, hier, guck mal hier. Hier ist nochmal ein schöner Tarot. Der ist auch gut für unseren LKW, weil der zeigt auch an, wie viel wir wirklich fahren. Bei 100. So. Wo ist der LKW? Warte mal, hier ist so. Ja, das ist okay. Das ist okay. Was haben wir da noch? Noch so ein Tarot. Sag mal, hier sind auf jeden Fall viele Tarots am Start. Ah, hier ist noch eine Lampe. Sehr gut, weil wir haben mittlerweile keine mehr. Also doch, ich habe noch welche hinten im Kofferraum, aber ich wollte ja eigentlich ein paar noch aufheben. So, Untergeschoss ist fertig. Boah, hier ist noch jede Menge Futter. Noch ein bisschen Schokolädchen. Yo. Ich müsste eigentlich auch mal wieder Schinken mitnehmen, gell, Leute? Dann hör doch auf, Ingo! Wenn du weiter rachst, dann stirbst du noch. Ich sag's dir, wie es ist. Es kommt schneller, als du ahnst. Es kommt schneller, als du ahnst. Pass nur auf, ich sag's dir. Aber du willst ja nicht hören, gell? Du willst ja nicht hören. Ja, ja, Leute, ihr wisst, wie es ist, ne? Der Ingo, der hört nicht gern. Der ist so, ne? Der hört lieber auf sich selbst und ist der Meinung, ajo, er macht's immer richtig, aber gut, gell? Dann gucken wir mal, ob er recht hat. Gucken wir mal. Ingo, wo bist du dann? Komm, ich helfe dir jetzt hier. Ingo. Ei, Ingo! Komm her! Ich hab's ja doch gesagt, Ingo. Du musst doch einfach nur mal hören hier. Holzkopf. Hör doch auf, was ich dir sage. So, lieber gucken, ob hier noch so einer da ist oder was hier. Hier ist der Frederik Joa noch hier. Frederik! Frederik, wo bist du dann? Ready? Ready? Ah, draußen hören wir wieder da die Hase schreie da. Die sind alle mehr ganz sauber da. Muss auch Spiegel. Benzin. Ja, komm, du darfst auch raus zum Ingo-Spiele gehen. Komm. Zum Schosch. So, ab nach Haus mit dir. So, wunderbar. Eieieiei, Ingo. Hier, Freddy, das hört sich aber nicht gut an hier, mein Freund, gell? Komm, ich komm mal gleich rein zu dir. Freddy, bist du hier? Bist du hier in deiner Boutique oder was? Freddy? Freddy, wo bist du dann? Freddy? Hey Leute, der Freddy ist einfach nicht mehr da. Wo macht er dann rum, der Kerl? Freddy, bist du oben? Bist du oben oder was? Freddy? Hallo? Freddy, bist du hier?
Freddy, wo hast du dich dann wieder versteckt? Du alter Gauner. Im Kühlschrank ist er schon mal nicht. Ein Gefrierfach. Oh, guck mal, was ist hier? Uhr. Die geht sogar noch, Leute. Die geht sogar noch. Wir haben kurz vor vier. So, wo ist er dann jetzt, Freddy? Frederik, wo bist du dann? Komm, ich warte auch nur auf dich. Du brauchst doch deine Erlösung. Du brauchst deinen goldenen Schuss. Komm her. Ich helfe dir doch. Muss nur stillhalten. Bist du hier? Nee, auch nicht. Freddy, komm mal her jetzt. Wo bist du dann? Freddy? Ah, guck mal, noch ein paar. Noch Ilse ist auch noch da. Die Ilse Koschmitter ist auch noch da. Komm, dann zeig mir der Ilse gleich mal hier, wo es rausgeht. So. Ilse. Zack ich, wunderbar. Die Ilse ist draußen. Jetzt müssen wir nur noch den Freddy finden, Leute. Wo ist er dann, der Freddy? War ich schon hier drin? Ich glaub schon, gell? Ach, Freddy, wo bist du dann? Freddy? Vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, hier dann die Kühlschränke aufzulassen. Dann weiß ich wenigstens, wo er, dass ich hier drin war, gell? Wir können dem auch mal so ein Buch an den Kopf schmeißen, dem Freddy, wenn er nicht hört, gell? So, mal kurz, mal schnell, so Büchlein ans Hen. Und dann ist hier auch Feierabend, sage ich euch. So, wo ist er denn jetzt, der Freddy? Komm, Freddy. Soweit kann schon nicht mehr sein. Ach du lieber Gott, wie viel Stockwerk haben wir da noch hier? Freddy, wo bist du dann? Freddy! Hast du wieder auf den Turbo oder was? Auf den Turbo, Turbo! Komm schon, Freddy! Gib es doch gar nicht. Leute, essentechnisch ist hier auf jeden Fall gut was am Start. Aber wir müssen den Freddy erlösen, der packt's nicht mehr. Freddy? Ey, du bist hier doch! Freddy! Yo! Junge! Hab ich dir wieder geholfen, du alter Babsack! Haha! Konntest du ja doch gesagt, du musst doch nur was sagen, dann komm ich doch und erlöse dich, mein Freund. Hier, komm, mach dich ab. Ab zum anderen Kollege, jawohl. Ah, nee, nee. Leute. Der Hans-Peter ist auch noch da. Hans-Peter, wo bist du dann? Hans? Ach, jetzt müssen wir noch der Hans-Peter hier rausfummeln. Der ist auch noch irgendwo hier. Hansi, komm schon. Hansi? 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 Hast du wieder die Hannelore nicht in Ruhe gelassen, hä? Ja, ja, das ist so ein schlimmer Finger, wisst ihr, Leute. Das ist so ein richtig schlimmer Finger. Der kann wieder die Finger nicht von dem Mädel lassen. Der Hans. Der vergreift sich immer an der Hannelore und dann gibt Trina wieder Backpfeifen. Dann muss ich wieder kommen, weil die Hannelore wieder hier... Guck mal, da ohne macht er rum. Hey, Hans! Guck mal, was hat er gehört? Hannes, komm rein! Ja, komm, nein! Du alter Gauner, komm rein, ich warte auf dich. Komm rein. Ja, der kommt jetzt hoch, hoffentlich, und dann zeige ich ihm gleich, wo es wieder runtergeht, gell? Dann zeige ich ihm gleich wieder, wo es runtergeht hier. Hannes, Kimche, Hansi! Hansi, Kimche hoch, oder? Hans? Hansi? Kimche? Oder soll ich runterkommen? Hey, warte, ich komme gleich, gell? Ich schmeiß hier gerade noch ein bisschen hier was vom Spray runter. Hansi, wenn du da bist, gell, sag Bescheid. So, mal gucken hier. Ist hier alles leer? Wir müssen nämlich aufpassen, ne? Wir sind hier Hausmeister, Leute. Dass hier auch alles wieder seinen rechten Gang geht hier. So. Guck mal, hier haben wir noch einen kleinen Tank. Könnte man eigentlich nur noch mitnehmen. Ich hab gerade gedacht, der Hansi wäre schon hochkommen. So, ich schmeiße mir Armo nun her. So, wo ist er denn, der Hansi? Hansi!
Hans? Ah, komm, dann gehen wir runter zum Hans, wenn der nicht hören will. Hans, ich komm, gell? Aber ey, erschreck dich nicht, gell? Du weißt schon, du hast der Hannelore wieder hier wehgetan. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Hans. Das tut mir jetzt auch sehr leid, aber du hast wieder nicht gehört. Hans, wo bist du dann? Wo ist er dann? Ist er in den Kellergang? Oha, hier ist aber dunkel, Leute. Oha, Leute, ich sehe hier nichts. Das ist mir zu dunkel. Das ist mir ein bisschen zu dunkel hier, Leute. Das ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Ich habe hier ein bisschen Angst im Dunkeln, gell? Ich kann das nicht verantworten hier im Dunkeln. Ich sehe auch der Hans, der kommt wieder aus dem dunklen Eck raus hier. Ich gehe mal schnell in den Bus, mach mal schnell in die Kirche, Leute. Mal ganz schnell in die Kirche und dann sind wir gleich wieder da. So, Leute, klappt es hier? Schon der Hansi gefunden. Der alte Rabauge. Der alte Rabauge. Hat er sich hier hinter dem LKW versteckt? Hier. Hansi, willst du mich verarschen oder was? Hast du dich hier hinter dem LKW versteckt, du Raufbold? Ja, du kleiner Raufbold. Komm, da schießt der gerade wo. Ja, komm, mach dich ab hier. In den Arsch hier. Batz, Junge. Haha. Du alter Zabalotti, du. Da hat er wieder hier gedacht hier. Hat er nicht auf die Hannelore, hat er wieder der Hannelore nicht gut getan hier. Das ist so ein böser Mensch, sage ich euch. Der kann es einfach nicht lassen. So, die hängen wir nochmal dahin. Ich nehme mal lieber noch ein bisschen was mit, Leute. Wir wissen ja nie, was hier abgeht. Ich höre auch da noch was. So. Bevor wir hier gleich Probleme bekommen, gell? So. Und wer weiß, was hier noch am Start ist hier. Ja. Wir schmeißen mal hier das ganze Kram, dieses gute Zeug hier mal einfach da rein. Ein bisschen was habe ich ja hier rausgeschmissen, gell? Guck mal, da ist noch so eine Packung von unserem Spray. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal in den Keller gehen. Nicht, dass da noch der Wolfgang ist. Auf jeden Fall habe ich was gehört. Ja, ja, ich glaube, der Wolfgang ist auch noch da, Leute. Ach du lieber Gott. Der Wolfgang ist auch noch da. Ach, Wolfgang. Ah ja, komm. Wolfgang. Wolfgang, ich komm gleich, gell? Wart nur. Moment. Du hast wieder dein Miet nicht bezahlt, Schwes. Ja, ja. Aber irgendwann ist am Schluss, Wolfgang. Du kannst nicht hier alles auf unsere Kosten leben, hier. Das geht nicht. Deswegen müssen wir jetzt zu dir runterkommen in dein Loch. Wolfgang, es tut mir leid, gell, aber du, es geht einfach anders nicht. Wolfgang, sorry, tut mir leid. Es tut mir leid, Wolfgang! So. Wolfgang, komm, alle kriechen noch genau ins Arschloch. Oh, das ist kaputt, oder was? Geht ihn nicht mehr? Jetzt. So. Haha. Der Wolfgang, hat er wieder gedacht hier, der Wolfgang hier. Zack. Zack. Möchte haben wir hier noch. Ein Tank haben wir hier noch. Leute, hier ist ja noch ein richtiges kleines Lager am Start. Hier, da können wir gleich nochmal hier das gute Ding hier voll machen hier. So. Super, super, super. Haben wir hier noch drin? Ayo! Ayo! Noch ein kleiner Tank. Ey, den installieren wir noch am LKW. Heia! Heia! Hier ist noch ein Magazin, ein 30er. Das könnte man auch mitnehmen, eigentlich, für unser Maschinengewehr. Ja, 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 ja. Was haben wir hier noch drin? Öl. Super. Hier ist noch eine Kiste. Heia! Noch ein Cowboy-Hut, haben wir eh schon auf. Ey, super, Leute, dann würde ich sagen, gell? Ich lade hier mal noch. Oh, hier ist noch eine ganze Kaste Diesel. Den nehmen wir auch noch mit. Also, hier, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit, Leute. Ich lade dann mal alles eine in unseren kleinen LKW. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt es mir natürlich sehr gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo, aktiviert die Glocke
Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder bei The Long Drive. Und heute war es auf jeden Fall mal ein längerer Ritt, ne? Ist aber auch dem zu schulden, weil wir ja nicht vorwärts kamen. Da war ja mal wieder so ein Spezi, der hat gemeint, er muss uns hier mal der Umfahrer machen. Ja, Leute, aber wie gesagt, es geht jetzt wieder weiter. Es geht weiter, es geht weiter. Wir haben hier ein paar gute Sachen gefunden. Und ja, Leute, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.